Hallo zusammen. Heute zeigen wir euch in gut 7 Minuten unsere Top 10 unseres Roadtrips in die Provence. Ich sage wohlgemerkt unsere Top 10, denn wir sind 4 Wochen unterwegs gewesen und haben bei weitem noch nicht alles gesehen, was die Provence zu bieten hat. Aber wir haben versucht, in 4 Wochen so viel wie möglich abzuklappern, auch mit Hilfe eurer Tipps. Und jetzt zeigen wir euch, wie gesagt, unsere Top 10, unsere Highlights, die wir in den 4 Wochen erlebt haben. Als erstes möchten wir euch die mittelalterliche Stadt Vaison-la-Romaine ans Herz legen. Die Oberstadt mit Burgruine ist mittlerweile sehr gut saniert und es macht Spaß, durch die vielen kleinen Gassen zu bummeln. Es gibt römische Ausgrabungsstätten, die man besichtigen kann, aber auch die Umgebung von Vaison mit den Weinbergen lädt zum Verweilen ein. Platz 2 belegt das hübsche kleine Örtchen Crestin, das wir durch Zufall bei Park for Night auf der Suche nach einem Schlafplatz gefunden haben. Es liegt nicht weit von unserem Platz 1 Vaison-la-Romaine entfernt und kann in 30 Minuten erlaufen werden. Auf gar keinen Fall fehlen bei einem Provence-Besuch dürfen die roten Ockerfelsen von Roussillon, unserem Platz 3. Ein relativ leichter, knapp 2 Kilometer langer Wanderweg führt an den farbenprächtigen roten Felsen vorbei. Aber zieht euch alte Schuhe an, Putzaktion garantiert! In der südwestlichsten Ecke der Provence liegt unser Platz 4, das Festungsstädtchen Aigues-Mortes. Die vollständig erhaltene Stadtmauer ist begehbar, aber auch die Altstadtgässchen bieten sich für einen Bummel an. Auch Platz 5 ist wieder ein historisches Städtchen, Les Baux de Provence mit seiner großen Burgruine. Es liegt in den Les Apiles, den sogenannten kleinen Alpen. Man sollte aber nicht erwarten, dass man hier alleine unterwegs ist. Es ist sehr bekannt. Wenn man zum ersten Mal in der Gegend ist, sollte man hier auf jeden Fall vorbeischauen. Der Pont du Gard, unserem Platz 6. Das über 2000 Jahre alte Aquädukt ist mittlerweile bestens saniert und sehr gut erschlossen mit einem neuen Besucherzentrum. Wer mit dem Wohnmobil anreist, sollte die 8 Euro Online-Parkgebühr auch in jedem Fall investieren. Es ist sonst sehr schwer, das Fahrzeug irgendwo unterzubringen. Unser Platz 7, die Stadt Avignon, ist bei uns viel zu kurz gekommen, weil leider das Wetter so schlecht war. Wir sind im Eiltempo innerhalb von 2 Stunden an den wichtigsten Stellen vorbei, aber hier ließe sich noch so viel mehr entdecken. Bei Sonnenschein macht das Ganze eben gleich doppelt so viel Spaß. Auf den nächsten 3 Plätzen kommt jetzt Natur pur. Platz 8 belegt die Route Crête zwischen Cassis und La Ciotat. Wenn man sowieso entlang der Küste unterwegs ist, bietet es sich geradezu an, diese Straße zu fahren. Die Strecke ist nur 15 Kilometer lang, bietet aber immer wieder spektakuläre Ausblicke aufs Meer und auf die Steilküste. Und wenn man schon mal da ist, kann man sich gleich Cassis angucken. Ein sehr hübsches Hafenstädtchen, besonders abends sehr zu empfehlen. Unser Platz 9 führte uns bei einer Wanderung in die Calanque. Das sind diese fjordartigen Buchten zwischen Marseille und Cassis. Wanderwege gibt es hier sehr viele. Für Einsteiger, so wie uns, bietet sich die circa 1,5-stündige Wanderung zum Belvedere de Sugiton an. Auch die Bucht Monjou kann man von hier aus sehen. Mit Rückweg schafft man die knapp 8 Kilometer in circa 3 Stunden, aber relativ leicht zu gehen. Am Ende unseres Roadtrips erwartete uns dann mit Platz 10 nochmal eine richtige Attraktion, der Gorge du Verdon. Wir haben hier 2 Tage verbracht und sind sowohl die Süd- als auch die Nordroute gefahren. Es gibt so viele schöne Aussichtspunkte, dass man immer wieder anhalten muss. Sogar Steinadler haben wir hier fliegen sehen. Wunderschön. Auf jeden Fall sollte man die 23 Kilometer lange Route Crête auf der Nordseite fahren. Und wenn es wärmer ist, macht bestimmt auch ein Bad im Lac de Sainte-Croix am Ende der Verdon-Schlucht Spaß. Wo übernachtet man mit dem Wohnmobil in Frankreich? Wir sind überzeugte Freisteher und Frankreich bietet uns dafür paradiesische Verhältnisse. Die App Park for Night ist Gold wert und wir haben damit immer ein Plätzchen gefunden.
Plätze, an denen wir dann auch solche wunderschönen Sonnenauf- und Untergänge wie diese hier erleben durften. Ganz selten standen wir mal an einem normalen Parkplatz oder Stellplatz. France Passion hätten wir gerne etwas häufiger genutzt. An diesem Weingut zum Beispiel standen wir ganz toll zwischen den Weinreben. Wir haben aber auch Negativbeispiele erlebt, bei denen für Wohnmobile der Abstellplatz des Bauernhofs vorgesehen ist. Außerdem haben wir bei unserem Reiseverhalten oftmals Probleme mit der spätesten Ankunftszeit. Eines der wichtigsten Themen beim Reisemobil: Fähr- und Entsorgung. Damit hatten wir in der Provence überhaupt gar keine Probleme. Auf Park4Night sind unzählige VE-Stationen verzeichnet und auch auf den Stellplätzen kann man meistens, ohne dort übernachten zu müssen, Fähr- und Entsorgen. Dies gegen eine kleine Gebühr. Und wenn mal gar nichts für Gardena-Anschlüsse ausgelegt ist, sollte man immer Alternativen dabei haben, um anders den Frischwassertank zu füllen. Die Müllentsorgung und Trennung ist in Frankreich inzwischen vorbildlich gelöst. An jeder größeren Straße findet man Mülltonnen zum Recyceln und für Restmüll. Auch Stationen zum Wäschewaschen findet man, im Gegensatz zu Deutschland, mittlerweile an vielen Supermärkten und Tankstellen. Wir haben uns in Frankreich mit dem Van immer sehr wohl und sicher gefühlt, bis auf eine einzige Ausnahme. Autobahn haben wir gemieden nach dem ersten Gebührenschock der Hinreise, sind nur noch auf Landstraßen unterwegs gewesen, die aber sehr gut zu befahren sind und uns in wunderschöne Gegenden geführt haben. In den Städten ist es manchmal etwas nervig mit diesen Buckeln, die zur Verkehrsberuhigung dort angebracht sind. Die haben uns immer kräftig durchgeschüttelt. Wir werden also sicher Frankreich nochmal bereisen. Das steht fest, aber auch wieder vornehmlich in der Nebensaison. In der Hauptsaison sieht es dort sicherlich ganz anders aus als jetzt. Wir haben es jetzt als sehr entspanntes Reisen empfunden. Einheimische berichteten uns aber, dass es in der Hochsaison oftmals eine aggressive Grundstimmung gibt, die das Leben und das Urlaubsleben dann dort etwas erschwert. Also, wenn ihr auch Lust bekommen habt, Frankreich zu bereisen, macht das. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Die 6 Videos unserer Provence-Reihe findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Van Together in der Playlist Provence. Wir freuen uns übrigens wirklich riesig über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt. Im Nachschlag seht ihr jetzt noch ein paar Szenen, die zwar nicht unbedingt zu den Tops gehören, die bei uns aber im Nachhinein für Schmunzeln gesorgt haben.